warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ball kommt. Das. Er holt sich den Ball. David Ginola versucht per Volley. Was für eine Technik. Klasse Pass. Was macht er draus? Die Chance jetzt. Tor von Pelé. Neymar. Gelson. Vielleicht die Führung jetzt. Und das Tor! Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Neymar muss es machen. Und da klingelt es im Kasten. Was für ein Treffer. Herrlich rausgespielt. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach zwei Toren Rückstand. Koundé. Ronaldo. Er hat die Chance. Und damit sind sie vorne. Oh, ist das ein Spiel. Erst dieser Rückstand und jetzt das WM. Nun Ronaldo. Und direkt zurückgespielt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Juan Cuadrado jetzt. Pelé am Ball. Hoher Steilpass jetzt, sieht gut aus. Gut in den Lauf gespielt. Unsere heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir zeigen seit Tagen Feuer. Gefährlich. Helfen. Pelé Ballbesitz. Karim Benzema spielt den Ball. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Klasse Zuspiel. Den Ball spielt er gut. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und ein Best auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sensationelles Tor. Was für eine Szene. Was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl. Jetzt Deutschkopf. In den freien Raum. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Und jetzt liegen sie hier vorne. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Oh, das könnte was werden. David Ginola macht das Tor. Natürlich immer wieder ein enorm wichtiger Spieler. Ja, genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt.
Tor. Sie wollten hier von Anfang an Ton angeben. Lucas Paquetá. Gefährlich jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Ganz alleine. 5 Worte. Könnte der Ausgleich werden. Tor. Wer hätte das gedacht? Das Spiel. Garrincha spielt den Ball wieder zurück hier. Pelé versucht. Das war heute schon sein. Diogo Jota. Was für ein Tor. Wunder. Das ist ein vielversprechender Pass. Er macht. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Der Lupfer jetzt. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser. Pelé hat ihn. Macht er gut. Gefährlicher Heber. Das könnte die Gelegenheit geben. Nicht. Guter Genio. Sie können es machen. Glanzparade. Gelson. Die Chance zur Führung. Jetzt geht's richtig los. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Garrincha. Vielleicht der Ausgleich. Und Tor. Mit ganz viel Gefühl. Jetzt Cuadrado. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Den muss Cristiano Ronaldo. Er hat den Ball. Wird da was draus? Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Kann er erstmal befreien. Das Spiel wird heute im Elfmeterschießen entschieden. Es geht los. Der erste Schütze steht bereits. Starker Schütze, ganz souverän. Total sicher verwandelt. Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Da hat er alles richtig gemacht. Den musst du dich auch erstmal so trauen. Genau in die Mitte. Und wenn der Keeper da das Bein noch hoch bekommt, dann kann es eng werden. Da macht er zu, Donnarumma. Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Klasse gehalten. Da macht er einfach alles richtig ganz stark. Der Torwart hat ihn. Das gibt ihm jetzt immer mehr Sicherheit. Cristiano Ronaldo, Tor. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf sein. Schön verwandelt. 1-1. Schütze gegen Torwart. Trifft er, gewinnen sie diese Partie. Und er macht ihn rein. Und jetzt haben sie ihn. Er schnappt sich den Ball und zeigt, dass er ein zuverlässiger Schütze ist. Und der Kollege Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine Partie aus dem Champions Final. Da sieht er schlecht aus. Er trifft den zeigenden Tor.
last.